Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Mit diesen Worten von Dietrich Bonhoeffer grüße ich euch herzlich zur Videoandacht hier aus der Friesenkapelle auf Sylt. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das wünsche ich euch an diesem Silvesterabend. Das wünsche ich euch, dass ihr euch so behütet fühlt und ins neue Jahr geht. Wir feiern diese Videoandacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schwestern und Brüder, der letzte Abend im Jahr ist ein besonderer Abend. In diesem Jahr sehr besonders, denn wir verabschieden ein für uns alle anstrengendes Jahr. Ein Jahr mit vielen Neuerungen, ein Jahr mit vielen Erfahrungen. Wir verabschieden dieses Jahr unter der Krippe. Und das Motto der Krippe und des Kindes, das darin liegt, das hat Paul Gerhardt in einem Lied vertont: Ich stehe an deiner Krippe. Dieses Lied begleitet uns in der Predigt. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, das du für uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Die heutige Lesung steht geschrieben im Evangelium bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging,
dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe. Mit Maria, seinem vertrauten Weibe, sie war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts die Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Halleluja! Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Schwestern und Brüder, man muss gut stehen können, um vorwärts zu kommen. Welchen Stand der Dinge finden wir vor an diesem letzten Abend des Jahres 2020? Welche Wege sind wir gegangen? Welche Schritte haben wir gemacht? Welche Strecken davon haben sich gelohnt? Was war ein Umweg? Wo sind wir auch in eine Sackgasse geraten? Wo ging es nur im Kreis? Sind Freundschaften gewachsen in diesem Jahr 2020? Sind sie tiefer geworden, verlässlicher und gütiger? Wer hat gewonnen in diesem Jahr? Der Terminkalender? Wer bestimmte das Tempo? Das Handy oder wir selbst? Und wie war es für die anderen um uns herum?
War es ein gutes Jahr an meiner Seite? Konnten Sie mit mir Freude und Dank erleben? War es gut, mit mir zusammenzuleben? War es gut, mit mir zu arbeiten, zu wohnen? Oder haben Sie mit mir viel verquere Zeiten erlebt? Wie war es morgens beim Aufwachen? Waren schon um mich herum 6.30 Uhr ganz viele Knallköpfe? Leute, die nur noch gelobt werden wollten und nichts als Unsinn produzierten? Am Anfang jeder Reflexion, Schwestern und Brüder, über Gott und den Glauben, die Frage, wo stehe ich jetzt eigentlich? War es trotz Corona ein gutes Jahr? Haben sich Glück und Geschick geküsst? Oder bin ich in den Schatten geraten? Würde ich dieses Jahr am liebsten streichen aus meiner Lebensgeschichte? War es erfüllt mit Kummer und Angst? Manchmal begründet, manchmal ohne jeden Anlass? Am Anfang aller Rede über Gott und die Welt steht die Einsicht, eine Art Bilanz, doppelte Buchführung, ein Ist-Stand. Nur wer ehrlich mit sich selbst ist, der kann auch hier stehen, hier bei der Krippe. Dass ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Was für ein fremder Gedanke. Dieses Kind in der Krippe, viel älter als ich, es war schon lange vor meiner Zeit bei Gott. Und Gott war bei ihm. Wenn wir in der Krippe stehen, Schwestern und Brüder, dann umfängt uns eine Zeitlosigkeit, die zurückschaut auf die Anfänge des Lebens selbst. So haben es die Christen seit Urzeiten an behauptet. Sie haben gesagt, in diesem Kind liegt das Prinzip des Lebens selbst. Hier sind alle Sternstaubteile, alle Elektronen, jede Stille des Alls und auch jede weitere belebte Welt irgendwo am Rande des Universums versammelt. Für alles gilt, die Schöpfung drängt hin zum Leben. Wo Kälte und Stille ist, da soll Bewusstsein und Wärme werden. Es gibt eine ursprüngliche Tendenz aller Naturkräfte hin zum bewussten Dasein. Und in diesem Kind in der Krippe kommt das Prinzip des Lebens selbst zum Ausdruck. In gewisser Weise passiert in diesen Weihnachtstagen genau das, was immer und überall seit dem ersten Knall gilt. Es soll Leben entstehen. Das ist ein guter Gedanke. Jetzt, am letzten Tag des Jahres. Es gibt einen Plan der Schöpfung, nicht unerkannt zu bleiben. In diesem Kind schlägt die Natur ihre Augen auf. Gott, das Leben selbst, will nicht bei sich bleiben. Er will betrachtet, anerkannt und wahrgenommen werden. Und was bedeutet das jetzt konkret für mein Leben? Nach der Einsicht kommt die Rücksicht. Die Sicht zurück, machen meine Wege Sinn? Werde ich geführt, begleitet und geleitet? Oder ist das alles mein persönlicher Erfolg? Bin ich ein Held des Universums? An der Krippe darf ich zur Ruhe kommen. Ich muss mich nicht unnötig groß machen, mir ständig auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll ich bin. Aber ich muss mich auch nicht klein machen. Ich bin kein Opfer der Umstände. Zum Stehen an der Krippe gehört der Blick zurück in Frieden, ohne Angst, auch ohne Wertung und vor allem ohne Vorwurf.
Es ist ein Staunen über die Wege, die mir zugedacht sind, die weder nebensächlich noch willkürlich sind. Sie sind so und nicht anders. Sie sind meine Aufgabe, mein Wachstumsbereich, meine Erwählung. Ich glaube dies von ganzem Herzen, wenn wir rücksichtsvoll bleiben, also volle Sicht zurückhaben, dann wird von der Krippe her vieles heller. Es taucht ein in einen anderen Zeitrahmen. Nicht gestern und vorgestern sind wichtig, sondern der ganze Weg. Der lange Atem, die grundlegenden Entscheidungen. Und dass ich sie annehmen kann, als Geschenk und als Aufgabe. Das ist wirkliche Einkehr vor Gott. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne. Nach der Rücksicht kommt nun die Vorsicht, die Schau voraus. Was suchen wir? Und wohin soll die Reise mit uns eigentlich gehen? Haben wir ein defensives Zukunftsbild? Soll also alles möglichst so bleiben, wie es ist? Wollen wir nach Corona wieder anknüpfen an das, was vor Corona war? Oder haben wir ein offensives Zukunftsbild? Wollen wir irgendwo anders hin? Wollen wir wachsen und wollen wir reifen? Schlüssiger, stimmiger und mutiger werden? Nur die wenigsten würden jetzt sagen, also mein Reiseziel, das ist, ich will tiefer glauben lernen. Und doch ist genau dies die Mitte des Geschehens. Wenn wir denn das Glauben nicht für ein Fürwahrhalten halten, sondern als existenziellen Weg zur neuer Helligkeit. Wenn wir sagen, irgendwann wollen wir so gewachsen sein, dass wir nicht mehr alles selbst und am besten auch noch ganz alleine machen. Wachstum bedeutet gelassener werden. Damit uns Kleinkram nicht mehr nervt und damit uns Schweres nicht sofort umhaut. Ein wahrer und moderner Glaube ist nicht die Rückkehr in selbstverschuldete Unmündigkeit, sondern es ist ein Hineinwachsen in selbstverantwortete Freiheit, in ein aufrechtes Schweigen und in ein erwachsenes Hören, in einen Mut, der nicht bei der ersten Prüfung weggeschwemmt, sondern der beständig bleibt wie ein Fels. Glaube, so verstanden, ist der Sonntag der Seele. Und alle Kirche, alle Bibel, alle Geschichten, auch aller Gottesdienst sind Symbole und Brücken für diese Stärke. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Schwestern und Brüder, sehen tun wir täglich. Wir sehen auch viel fern, vielleicht mancher gerade in diesen Tagen zu viel. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis beim Sehen? Fast jeden Abend bekommen wir ein Rätsel auf dem Fernsehsender geliefert. Ein Mord, eine böse Tat, eine dunkle, fiese Machenschaft. Und dann setzt der filmische Apparat der Aufklärung ein. Kommissar Borowski oder Kommissarin Lindholm oder das Duo Börner und Thiel bringen Licht ins Dunkel.
Warum schauen wir uns das an? Was fasziniert uns so am Kampf des Guten gegen das Böse? Ich glaube, es hat mit der Hoffnung auf Vernunft zu tun. Jeder Krimi ist eine Verheißungsgeschichte. Und jedes zur Strecke bringen des Übeltäters eine Glaubensbotschaft anderer Art. Jeden Abend werden wir Zeuge, wie die Vernunft in Gestalt des guten, rationalen Kommissars Licht ins Chaos des Bösen bringt. Der Kommissar ist der Träger der Aufklärung und er siegt am Ende. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Krimi steht für den Glauben der Vernunft. Das Böse ist rational zu durchleuchten und zu überführen. Irgendwann aber kann man sich durchaus satt sehen. Man hat den Aufbau raus, die Geschichten wiederholen sich. Der Thrill des Thrillers ist weg. Das ist das Schicksal des Rätsels. Irgendwann ist es gelöst. Und dann brauchen wir härtere Kost. Es reicht nicht mehr Axel Mielberg und Frau Furtwängler. Es müssen jetzt Schwarzenegger und Sylvester Stallone sein. Es muss jetzt ordentlich etwas kaputt gehen. Nicht mehr eine Leiche, sondern Leichen pflastern den Weg. Anders ist es beim Geheimnis. Ein Geheimnis wird nicht durchschaut. Es wird auch nicht erklärt, sondern es wird erfasst und umschrieben. Jeder Mensch, der liebt, der geliebt wurde und geliebt hat, weiß vom Geheimnis eines anderen Menschen. Denn der geliebte Mensch ist gerade nicht spannend dadurch, dass ich ihn erkenne, durchschaue und erkläre, sondern dass er reich ist und vielschichtig und immer irgendwie noch anders als erwartet. Und genau das, Schwestern und Brüder, ist das Thema des Glaubens. An Gott kann ich mich nicht satt sehen. Am Ende aller Überlegungen und Annäherungen an Gott steht nicht die einfache Erklärung, steht kein Beweis und auch keine moralisch gute Tat, sondern es steht das Gebet und die Hoffnung, dass die eigene Seele größer werde, dass sie Spiegel der Geheimnisse des Lebens selbst wird, dass ich einstimmen kann in die Unendlichkeit des Lebens, die größer ist als alles mehr, und dass ich ohne Angst und Sorge um mich selbst, ohne alte Pflege meines Egos, das sein kann, was ich bin. Ein Tropfen in Gottes großem Ozean. Ein Lichtstrahl in den unendlich Weiten des Universums. Ein guter Gedanke, voller Würde und Ansehen, gedacht für dieses kleine Leben, das mir gegeben ist. Und ich glaube wohl, wenn wir an der Krippe stehen und diese Weite, diese Ferne, Höhe und Tiefe des Lebens uns berührt, dann sind wir in unserer Seele ein großes Meer geworden. Ein Meer, in das Gott einziehen kann, wie ein Kind. Amen. Möge die Straße uns zusammen. Sonnenschein.
Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Schwestern und Brüder, am Ende des Gottesdienstes ist es üblich, eine Kollekte zu sammeln. Kollekte, das Wort bedeutet Sammlung, und diese Sammlung geschieht für die Menschen, die in Not sind. In der Advents- und Weihnachtszeit sammeln wir Kollekten für Brot für die Welt. Wir denken in dieser Zeit an die Menschen, die in großer Not sind, die Hunger leiden, die keine Arbeit haben, denen es schwerfällt, eine Ausbildung anzutreten, weil sie schon als Kinder gebraucht werden, um für die Familie zu sorgen. Brot für die Welt hat weltweit viele Projekte, die sie unterstützen. Die meisten dieser Projekte finden statt unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Gott schütze Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Amen.